Ah, wir haben ja hier unsere... Hab die Rebellen gebeten, die Gegend für uns Tango Nummer 3. Scharfschütze, oben auf dem Turm. Schade, wieder nicht so viel aufgedeckt. Hä? Ich muss nochmal warten kurz, wir müssen noch mehr aufdecken. Ja, das hat nicht funktioniert gerade mit den zwei mal aufdecken. Ja, im Dunkeln siehst du halt diesen Marker so schlecht. Ich hätte mal Nachtsicht umschalten müssen. Müssen wir nochmal warten. Was deckst du da eine Karte auf? Na, ich mache hier die Aufklärung von Rebellenunterstützung immer. Ach so, jetzt. Weil du weißt ja sonst die Position halt nicht und das ist echt extrem wichtig. Ja, müssen wir halt nochmal warten. Ja, und wenn wir dann das geschafft haben sollten und das Geballer losgeht, dann werden wir dann die Rebellenunterstützung machen, Ablenkung und Mörserfeuer und das Spammen so oft wir können, weil wir brauchen die Unterstützung, weil sonst sterben wir. Wir müssen dann bloß wieder hier raus, oder? Ja, ja, wir müssen Splitter den Typ beschützen halt und aus der Basis raus, ne? Am besten rausrennen, weil Auto, die Helis killen die Dinger instant. Bringt halt nicht viel. So, mal gucken, was ich hier irgendwie Markierung mal vernünftig setze. Ich habe die Rebellen gebeten, die Gegend aufzunehmen. Mit dem sind es 5. Ziel gesichtet. Da ist noch einer. Mach 10. Das funktioniert. Okay, das. Ich zähle 15. Eigentlich sind ja nur die 4 Typen hier wichtig, die... So, wir warten mal, bis die 1 nochmal hingelaufen ist und nochmal weggeläuft und dann gehen wir durch. Dann müssen wir halt nur drinnen drauf achten, die vorne dir stehen. Okay, wir können... Okay, steht keiner hier. Ich geh durch. Bin drin. Puh, haben wir ein Schwein. Das hat ja mal perfekt funktioniert. Ich kann Matchwood sehen. So, hier ist er. Kannst du ja mal Mr. Sam Fisher angucken. Lauf mal vor. So sehen also Geister aus, ha? Wer ist dein Freund? Dieser Kerl ist ein CIA-Verräter. Er hat in Langley wertvolle Infos geklaut und, so wie es heißt, verkaufen wollte er sich Santa Blanca. Santa Blanca? Aha. Wenn er an die verkauft, was macht er im Unidad Camp? Ich glaube, er wollte sich Schutz erkaufen. Hat wohl nicht so richtig geklappt, oder? Er hat bekommen, was er verdient. Sehen wir mal, was haben wir denn hier? Und am besten Deckung suchen hinter den Schreibtischen und so, in Ecken hier. Die Langley-Daten liegen alle auf einem Unidad-Server. Ich kann das Ding hacken. Aber das Problem ist, sobald ich die Tür öffne, haben wir hier jede Menge unerwünschter Gäste, die auf Ärger aus sind. Wie können wir helfen? Sie müssen aufpassen und für Schutz sorgen. Nun, das Problem ist, dafür braucht man Zeit. Ich muss den Server hacken, die Dateien laden und dann die Festplatte säubern. Also, wenn Unidad auftaucht, drehen Sie den Bleihahn auf. Hua. Phantom am Marsch. Gut, beschäftigt Sie. Das dauert eine Minute.
Und wir müssen dann mit dem Gebäude raus. Wir müssen den verteidigen erstmal. Wir bleiben bis hier drinne. Denk dran, dass die Helis auch hier reinballern. Und so wenig Munition wie möglich verballern, weil da kommen halt immer mehr Gegner. So, ich werde mal C4. Nee. Splittergranate mal ausrüsten. Ja, der Alarm, ich weiß gar nicht, wo der ist. Irgendwo war hier der Alarm. Jetzt kommen hier so Fahrzeuge. Matchwood, wie geht's mit dem Hack voran? Ich brauche noch 2 Minuten. Schneller wäre besser. So, ich mach mal Mörser. Hab die Rebellen um Mörserfeuer gebeten. Vielleicht treffen wir den anderen. Ich ruf die Rebellen zur Ablenkung. Weil meine Begleiter, als ich damals das gespielt habe, hier vorgestern oder so, da sind die jetzt gestorben halt. Alle drei. Und dann stand ich hier alleine. Cool. Noch ein Ziel. Aber so ist das halt wirklich schon um eines einfacher mit den Typen hier. Noch mehr Unidad! Wir könnten Hilfe gebrauchen! Haltet durch! Ich hab's fast geschafft! Scheiße! Die Rebellen wollen uns unterstützen. Scheißdreck. Hab Pakatari wegen Mörserfeuer angerufen. Ich hol die Rebellen, damit sie sie ablenken. Müssen wir halt ein paar Minuten verteidigen hier und dann... Oh, siehst du? Da kommt schon wieder und bin tot. Krass, Mann. Denk dran, dass du am Leben bleiben musst, ne? Das können wir halt nochmal machen. Das war knapp. Okay, dann... Ich stehe hier im... neben Tisch drin. Warte mal hier. Ne, oder eine Mine. Ich lasse das mal lieber. Momentan sind gar nicht so viele draußen. Nö, sind ja auch das schon einige. Mehr, ne? Gekillt worden, ja. Der Hack ist abgeschlossen. Frag die Lady nach einem Treffpunkt. Moment an Bormann, ja. Wir können raus. Wo ist der Sammelpunkt? Ich schicke die Kreuzen nach uns. Was er braucht. Bestellt. Nur mit einem. Schmal dauert. Versuchen wir die anderen auch. Probieren wir mal abzuhauen. Ich rufe die Rebellen zur Ablenkung. Tango getroffen. Oh, momentan haben die Rebellen gebeten, die Gegend für uns aufzuklären. Ich würde sagen, wir haben es eigentlich schon geschafft. Dann nehmen wir mal die Route hier. Anschnallen, Leute. Bist du schon runter, ne? Ja, ja. Kommt er? Ja. Kommt Sammy. Hier im Auto. Ah. Steig mal ein, dann... Weil der folgt... Der folgt dir nämlich, weil du die... Ja, ja, aber der folgt dir, aber weil du die Mission angenommen hast.
Also die Skripte kannst du ausgelöst hast, deswegen. Okay. Ich ja, das Ding. Ging ja einfacher als gedacht. Das Team ist nicht schlecht. Nicht so gut wie ich, aber nicht schlecht. Ich könnte Ihnen jetzt einer reinhauen, aber ich weiß ja, was für Heulsusen ihr seid. Und? Worum geht es hier? Dieser CIA-Trottel hat Informationen über eine brandheiße neue Technologie gestohlen. Er dachte, das Kartell braucht sie, um ihr Produkt unbemerkt über die Grenze zu schmuggeln. Aber eins kann ich euch sagen. Das Ding ist noch viel, viel gefährlicher. Wissen Sie nicht, was es ist, oder wollen Sie es uns nur nicht sagen? Was wir hier haben, ist die Art von Kriegsgerät, die Sie und mich überflüssig macht. Und die hohen Tiere schwitzen deswegen schon Blut und Wasser. Ja, jetzt müssen wir den nur noch da zu Extraction Point bringen und dann haben wir die Mission erledigt. Gibt es noch eine Videosequenz? Ich kann überhaupt nicht auf die Position wechseln von dem. Nee, du musst dann die Schutz nehmen, ja. Du bist der Beifahrer. Gut. Ich komme auf das Geschütz gar nicht drauf. Nee, das musst du von vornherein machen. Das blöd. Kannst du von innen nicht wechseln. Da heißt es zwar Sitzwechsel, aber... Ja, nur hinten, hinter der Bank, ja. Ja, siehst du, die, das ging echt fix hin mit der Mission. Ja. Eigentlich wäre das viel schwerer. Man muss halt nur wissen, wie es geht. Ja. Hast du dir der Nachtsichtgerät verdient? Ganz easy. Nachtsicht. Ja, aber das ist halt Splinterste Nachtsicht. Das ist, wenn du Splinterste mal gespielt hast, dann weißt du, wie das aussieht schon. Das habe ich gar nicht gespielt. Das ist nämlich diese weiße Sicht, weißt du? Diese weiße Thermosicht. Das ist besser als die grüne in mich. Das Spiel ganz gut. Habe ich immer gemocht, weil... Ja, Splinterste ist cool. Weil man halt relativ viel schleichen muss, weißt du? Ja. Gerade der erste Teil war der beste irgendwie. Danach wurde komplizierter immer. Zwischen den Container hoch und dann so hochgrätschen und oben drinnen und warten, bis unten einer vorbeiläuft und wieder runterspringen und so sagen. War irgendwie schon ganz witzig. Ja. Linda, wie geht's dir? Du siehst gut aus, echt gut. Sag Karen zu mir. Ist der Kamerad? Kommt der nicht und mit? Du hast wohl ein paar Meilen hinter dich gebracht. Ja, ein paar. Hab gehört, Leute wie mich machen die nicht mehr. Da war noch ein Typ. Army Infiltration trug ein Bandana oder irgend sowas. Ist in Rente, habe ich gehört. Wirklich? Yep. Dann bleibt nur noch ich. Sam? Ja. Hast du's? Ja, hab ich. Ich werde es persönlich abliefern. Grimm will was. Und was will sie? Der Chairman der Joint Chiefs meldet eine gestohlene Atomwaffe. In einer Stunde sitzt du im Flugzeug. Wirklich. Irgendwer hat gesagt, der Preis des Erfolgs ist harte Arbeit und sich reinknien. Der wusste wohl, wovon er redet. Ja. Es war mir eine Ehre, Sir. Nicht so offiziell, ich bin Sam. Also, ihr leistet echt gute Arbeit. Pass gut auf dich auf, ja? Eine Stunde, hm? Exakt. Habt ihr Kaffee? Das ist Bolivien. Klar gibt's Kaffee. Das ist Bolivien. Natürlich gibt's Kaffee.